Und dann haben wir echt eine geile Hütte, finde ich. Yes! Müssen wir nur noch einrichten. Der Zimtwaffel, ey, das lässt mich gerade nicht los. Zack und zack und zack und zack. Weißt du, was das Krasseste wäre? Wenn jetzt einfach Skype klingelt und er wieder genau in dem Moment anruft. Das reicht! Das reicht doch! So. Ich frage, ich will doch nur die untere Reihe hier so. Wobei, warte mal, das kann ich eigentlich auch noch. Das soll ja nicht so groß werden, ne? Ja, ja, natürlich. Ja, das wird schon groß, aber egal. Ich mach das jetzt einfach wie früher. Ich baue einfach. Überleg mir jetzt hier nichts. Ich mach einfach. Genau, mach doch einfach. Komm, scheißegal. Lieber das, es muss mir gefallen. So scheißegal, ob ihr das mögt. Mann ist nur einmal im Jahr. Das kann man echt auch falsch rüberbringen, ne? Stimmt. Man muss es richtig rüberbringen. Alter, ihr seid mir scheißegal, was ihr denkt. Ich baue das Haus so, wie ich will. Alles bleibt hier, wie es ist. Ja. Und? Ich hab übrigens... What the fuck? Wie hast du das gemacht? Ich hab dich in der Luft geschlagen anscheinend. Ich hab mir übrigens, du hast mir doch erzählt hier mit dem Rap-Battle von Battleboy Basti bei Rap am Mittwoch, ne? Mhm. So, ich hab dann, letztens habe ich wieder daran gedacht, dass du mir das erzählt hast und dachte so, ah krass, geil, wolltest du noch gucken? Hat er auch hier irgendwie so eine geile Suppe gemacht und hab gedacht, das kannst du jetzt wunderbar machen, ne? Das ist so witzig. Und was sehe ich? Top-Kommentar oder zweiter Top-Kommentar, irgendwie... Battleboy Basti ist Beste. Ich sehe das durch so, Nee, ist Quatsch. Haftbefehl ist Beste. Hast du es geschrieben? Nein. Nee, da stand halt Battleboy ist Beste, ne? Das hast du doch geschrieben. Doch, ich glaube, das habe ich geschrieben, ja, ja. Ja, pass auf. Das war von unserem, von Indischen Gaming halt geschrieben und ich sehe halt diesen Kommentar und denke so, ja, sehe ich auch so. Und dann gucke ich nochmal hin und denke so, hä, irgendwie, irgendwas ist hier, irgendwie, hä? Und dann fällt mir halt auf, okay, das ist unser Kanal. Ja, stimmt, habe ich gemacht, ja. Ja, und ich dachte so, okay. Moment, der war Top-Comment? Ja, zwei, also wirklich ganz oben. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich halt mit dem Kanal angemeldet war. Aber ich habe echt lange gebraucht, um zu erkennen, dass das unser Kanal ist, ne? Und habe echt so zugestimmt. Habe noch überlegt, ob ich einen Daumen nach hoch gebe. Daumen nach hoch. Daumen nach hoch. Ey, Blali-Witze. Gebe ich Daumen nach hoch und so? Er ist doch von Ey, Blali hier. Der sagt das doch immer. Echt? Habe ich ewig nicht mehr gemacht. Daumen nach hoch. Okay. Daumen nach Himmel. Ja. Aber das sollte nicht wegschmeißen. Schmeiß ich lieber die Blumen weg. Naja, fand ich auch irre lustig. Jetzt suchen alle das Battle. Ist auch ein alle drei Zuschauer. Finde ich, ist auch ein schönes Battle. Ja, wobei er klar verloren hat, muss ich sagen. Finde ich eigentlich nicht so. Und ich bin ja nicht so der Battle-Typ. Aber Battle War Basti ist halt geil. Also der zweite. Nee, warte, ich glaube, der dritte Part war ein bisschen schwach, aber ansonsten war Basti klar besser. Finde ich nicht. Ich fand den. Also ich war voll auf Bastis Seite. Aber ich muss sagen, dass der andere richtig reingehauen hat. Da konnte ich teilweise nicht mehr vor lachen. Also die wichtigste Stelle von Bastis Gegner war halt das mit der Warze, ne? Ja. Das war halt wirklich witzig. Und so. Willst du halt, ne? Nee, das fand ich gar nicht so geil. Das fand ich eher ein bisschen nervtötend. Echt? Ich würde. Ja. Er hat halt kacke gesungen, ne? Ja, wenn man einen Alligator im Ohr hat, dann kann man halt nur verkacken. Ja, das ist mehr so wie. Wie heißt das Lied nochmal hier? Whitney Houston. And I will always. Genau, and I will always love you singt dann der Critz. Ja, gut. Ungefähr so war das. Jetzt übertreib mal nicht. Entschuldigung. Wobei irgendwie bescheuert, dass die Eingänge genau an der gleichen Stelle sind, ne? Geht eigentlich. Ja, aber... Wieso? Pass auf, dann machst du das ganz einfach. Ja. Dann machst du hier halt den unteren Gang da rein und hier kannst du dann außenrum jeweils eine Treppe machen und die du dann hier oben wieder zusammenführst. Würde ich, glaube ich, ganz cool finden. Ganz geil, ja. Also zwei mache ich, ne? Ich hätte eine gemacht, aber nee, probier mal mit zwei. Und die du dann halt in der Mitte über der Haustür, also quasi hier wieder zusammen zu einer führst. Ja. Und dann nach oben drin rein, zur Sonne. Ja, warte. Oh! Aua. Entschuldigung, die Hand ist mir ausgerutscht. Naja, ist doch eine Lüge hier. So. Pass auf, da wir jetzt ja unsere Minecraft-Folge haben, ne? Ja.
möchte ich mich jetzt noch mal ein bisschen auslassen. Ah, jetzt geht's los, ja. Also ich möchte mit Fußball anfangen. Ja, das will wieder Herr Seier nicht sehen. Das ist mir voll egal. Das habe ich damals gar nicht verstanden, als wir, da habe ich nämlich am Anfang gesagt, das will Herr Seier nicht sehen. Und er hat dann in die Kommentare geschrieben, das will ich nicht sehen. Also es war, glaube ich, eher so eine Hommage da drauf, weißt du? Okay. Und ich dachte so, hä? Hä? Was, hat der eine Macke? Hat er eine Macke? Der hat das sehen zu wollen. Ja, eine Frechheit, dass er das da auch noch drunter schreibt, habe ich ohne gedacht. Ohne Spaß, ey. Hat der schon wieder irgendwelche Abonnenten aus Russland gekauft? Ah, oh, deabonnieren wir ihn, ey. Ohne Spaß. Den Witz habe ich auch voll aufgebracht, da ist er nie drauf eingegangen. Fand ich nee, irgendwie nicht. Ich glaube aus Prinzip nicht, weil er einfach total sich dafür schämt. Dass er uns da halt voll auf den Leim gegangen ist. Meinst du? Klar. Ich glaube nicht, dass er sich schämt, oder? Wieso? Ja, das wäre so unnötig. Ach, der schämt sich doch für alles. Sei nicht so frech. Wieso nicht? Der arme Junge. Wobei, warte mal, ich mach das anders, ja? Was wolltest du jetzt fang an? Jetzt darfst du erzählen. Ja, es geht ja um meinen BVB, ne? Ach so, okay. Ne? Also es gibt ja jetzt mehrere Sachen, wo ich mir sage, das ist ja scheiße. Ja. Also einmal Ilkay Gündogan, der Typ hat sich ja voll verzockt und hat sich ja voll lächerlich gemacht jetzt in meinen Augen. Mhm. Also ich finde, wir können die Wände hier jetzt aber Holz runter machen, oder? Was machen wir? So treppenmäßig, guck mal hier. Die Treppe steht ja jetzt auf Erde, aber wenn wir das jetzt hier auch zu Holz machen, glaube ich, würde das besser aussehen. Ja, aber ich glaub, oder Stein. Ja, Stein. Oder Stein, dann Cobblestone reinklatschen. Aber jetzt hier Holz... Treppe. Das ist alles gerade so ein bisschen too much für so ein kleines Hobbit-Haus. Nö, das, nö. Ja, dann mach doch, Wir müssen aber, vor allem, das ist jetzt wieder witzig. Ich sag, es ist too much. Meine erste Idee war, hier noch einen Zaun links und rechts hinzusetzen. Ja gut, kann man machen. Ja, also wenn es einem irgendwie zu klein vorkommt, größer machen. Ja. Zu groß vorkommt, größer machen, genau. Ja. Mann. So, jetzt Plus und Plus ergibt ja auch Minus. Ja, das ist korrekt. Ja, stimmt. Also der Typ hat sich ja komplett verzockt, ne? Also meint der Allergeilste zu sein und meint dann vom BVB nach Barcelona wechseln zu müssen, weil er ja so geil ist und eine richtig gute Saison gespielt hat. Dann hat er auch viel zu viel Kohle verlangt, auch bei Bayern. Mhm. Und jetzt kommt er mit eingekniffenem Schwanz halt zurück und meint, er freut sich richtig auf Thomas Tuchel und war jetzt beim Training dabei und hat Vollgas gegeben und fand das voll gut und ich hab das mit den Kollegen voll Spaß gemacht und heuchelt wieder so ein auf dicke Kameradschaft und oh, echt. Ja. Vertrag du, zerreißt das hab ich dir schon persönlich Spaß gesagt, wäre. Ganz ehrlich, der BVB interessiert mich überhaupt nicht mehr. Der einzige Grund, warum der BVB für mich interessant war, war Jürgen Klopp und der ist jetzt weg und damit ist der BVB für mich vollkommen egal. Ja, jetzt komm du Hannoveraner hier an, ey. Was hat das jetzt damit zu tun? Nee, nix. Jetzt wird er wieder zickig, der Barrett. ja, das ist aber total scheiße. Also persönlich finde ich es einfach, total, ich würde schon fast sagen, asozial, ne? Ja. Also so richtig hinterfotzig von Gündogan, was er da jetzt abgezogen hat. Mhm. Aber er hat ja jetzt auch seinen Vertrag verlängert, ne, heute. Ja, hat er? Er hat heute auch offiziell seinen Vertrag bis 2017, keine Ahnung. Stand nicht in den Nachrichten. Okay. Stand nur, er hat bis 2017 verlängert. Okay. Also das finde ich schon echt richtig mies und lächerlich und ja, mag ich überhaupt nicht. Also Gündogan ist für mich so ziemlich der unsympathischste Spieler beim BVB jetzt. Ja. Und der zweite unsympathische Spieler bin ich mir noch am überlegen, denke ich aber, ja gut, Großkreuz, der ist jetzt außen vor, weil der einfach... Der ist ein bisschen, ja eh weg, ne? Der ist ein bisschen... Nö, der ist nicht weg. Nee, was spielt der noch? Ich glaube, also, seine Karriere ist eigentlich vorbei. Naja, der hat halt immer noch sein massives Knieproblem, aber er war heute zum Beispiel beim Training, war beim Dauerlauf, ne? Was denn? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sage. Also, massives Knieproblem, ich habe sofort, als du an massives Problem gesagt hast, habe ich erstmal an seinen Rücken gedacht, aber... Er wird ja auch liebevoll der Glöckner vom BVB genannt, ne? Ist ja egal. Ja. Solange er spielen kann. Ein Block fehlt, ich könnte kotzen. Ich habe leider keinen Block mehr. Naja, also er ist ja auf dem Weg der Besserung, dauert halt ein bisschen, ne? Ja.
Nee, aber was ich eigentlich auch noch beim BVB richtig kacke fand oder finde, ist, dass sie jetzt hier diesen Bürki-Line gekauft haben. Ja. Nur weil der bei einer Absteiger-Klitsche da vergleichsweise gut gespielt hat. Eine Saison lang. Ja. Und Langerak hat dann gesagt, nee, auf die Scheiße habe ich keinen Bock. Und ist dann abgehauen. Ja. Und ich kann nicht absolut nachvollziehen, was Mitch da gemacht hat. Hätte ich an seiner Stelle genauso gemacht. Aber... ich sag ja, uninteressant ist der Club geworden. Total uninteressant. Ich hätte Bürki einfach nicht gekauft. Nur weil der mal eine Saison gut spielt, heißt es nicht, dass der jetzt nächste Saison auch gut spielen muss. Der hat einfach Klopp mal wieder gehalten. Ja, aber Klopp ist ja von sich ausgegangen. Da hat ja der Verein nichts mehr zu tun gehabt. Der Klopp hat gesagt, ich krieg bei der Mannschaft nicht mehr so das Bein in den Hintern. Es leckt. Okay. Muss mal wer neuer machen. Alter, muss, auf zu lecken hier. Ich lecke überhaupt nicht. Was machen wir hier für Boden rein? Alter, wenn das noch weiter leckt hier, ich meine, machen wir mal Fabs neu. Da sind wir wieder. Okay. Alter, habe ich Frame-Einbrüche. Okay, jetzt geht's, glaube ich, wieder. 30, 20, nee, 3 Frames. Was ist los hier mit meinem Rechner gerade? Ist der kurz eingeschlafen, wacht jetzt wieder auf und denkt so, lass mich schlafen. Ungefähr. Er schwankt die ganze Zeit zwischen 40 und 3 FPS. Ich bin nicht so ganz sicher, aber ich glaube, jetzt läuft's wieder. Okay. Okay. Ist interessant. Genau, wenn man das sagt, ne? Bricht's wieder ein. Nervig. So, red weiter. Also an Mitstelle hat er das komplett richtig gemacht. Er hat immer Leistung gebracht, wenn Leistung für ihn gefordert wurde. Und hat grundsätzlich sich immer hinten angestellt bei Weidenfeller und hat immer gesagt, Weidenfeller ist eins und hat ihm das nie wirklich streitig gemacht. Ja. War halt immer die feste Nummer 2, auf die man sich verlassen kann. Und jetzt kommt da Tuchel an und meint, oh, wir müssen da noch ein bisschen Konkurrenzkampf schaffen. Ich kauf mal Bürki. Ja. Da kommt Bürki für 1 Million. Ein richtiger Schnapper halt. Und hätte ich an Stelle auch keine Lust drauf gehabt. Und jetzt spielt er halt als erster Torwart bei Stuttgart. Ja. Oder halt ist halt jetzt im Konkurrenzkampf mit dem anderen Typen von Stuttgart, weil der erste Torwart von Stuttgart ja jetzt zweiter Torwart bei Bayern ist. What the fuck? Ja, dritter. Nee, zweiter, stimmt. Zweiter, weil Regina oder Renate oder wie er heißt, der ist ja abgehauen. Das ist so witzig. Renate. Renate. Der zweite Torwart von Bayern heißt Renate. Ja. Deine Oma heißt Renate? Ja. Meine heißt auch Renate. Ja? Ja. Ja, ist ja witzig. Mensch, wir haben ja mehr Gemeinsamkeiten, als wir dachten. Ja, unglaublich. Krass. Wollen wir mal Renate und Renate bekannt machen? Klar. Auf jeden Fall. Also meine Oma würde sich tierisch freuen und am nächsten Tag würde sie sich denken, nein, sie würde das einfach vergessen. Ja, das könnte bei meiner Renate auch passieren. Oh, du musst mal große Fenster. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie. Dann ist das hier so eine Art Wintergarten. Das wird halt so ein richtig fettes Fenster. Aber ich weiß jetzt wieder, dass dieselbe Person sagen wird, du machst immer so viele Fenster, das sieht nicht gut aus. Ja und? Ich mag's aber so. Pech. Genau. So, jetzt geh, wo du wohnst. Ja. Hier bleibt mal eine Wand drin. Hier so, so viel zum BVB erstmal. Ich hab mir ich das... Von Fußball. Ich hab mir... Nein, ich bin noch nicht lange nicht fertig mit Fußball. Von Fußball. Die Leute wie bitte? Haben Fußball. Die Leute haben keinen Bock auf Fußball. Ich hab keinen Bock auf Fußball. Ich bin enttäuscht. Ja, es tut mir leid. Ich wollte jetzt gerade zu Schalke kommen. Nee. Fußball ist Ende. Mach weiter mit anderen Themen. Gut. Warte, ich muss mich kurz sammeln. Weil ich bin ja immer noch mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ja, ich bin auch sehr unzufrieden mit der Gesamtsituation. Was gerade auf der Welt abgeht. Ja. Da kriege ich ja die Tür nicht zu. Ja, lass sie doch auf. Nein, die muss zu, es zieht. Okay. Was meinst du? Meinst du Griechenland? Also, nein, also Griechenland ist pleite. Griechenland ist tot. Die kriegen noch nichts mehr auf Kette. Ja. So, meinst also... Yes. Lass mich ausreden. Ich will aber jetzt vorsagen. Griechenland ja. ist facto pleite. Die haben ihre Gelder nicht bekommen. Die haben ja hochgepokert. Die haben ja gesagt, es bleibt alles so, wie es hier ist. Ja. Und haben hochgepokert und alles verloren. Griechenland ist jetzt in 14 Minuten ist Griechenland facto pleite. Nee, weil schon, sie, schon seit gestern. Schon seit gestern? Ich dachte seit heute 0 Uhr. Nee.
Seit gestern 0 Uhr? Ich glaube schon seit gestern. Okay. Sie haben halt 1,6 Milliarden nicht zurückgezahlt. Was sie zurückzahlen mussten, haben sie nicht gemacht. Pech gehabt, sie sind pleite. Ja, aber jetzt, heute lese ich, dass er einen Rückzieher macht und plötzlich doch total ja. einverstanden ist, was die so sagen. Aber ich, und habe ich nämlich auch gelesen. Gleichzeitig hat er ein weiteres Unterstützungsdingsfonds angefordert von, ich glaube, weiß ich nicht, 10 Milliarden, 15 Milliarden oder so. Ja. Aber natürlich ohne Referendum, ne? Natürlich. Das ist halt so lächerlich. Er sagt halt so, ja, nee, stimm da dazu. Also mach ich schon, ne? Aber gib mir erstmal nochmal bitte ein paar Milliarden und dann. Ja, und es ist so lächerlich. Merkel das erste Mal einen Arsch in der Hose hat und gesagt hat, nee, jetzt warten wir. Oh, Merkel, höre mir auf. Ja. Höre mir auf. Ich bin auch nicht mehr so groß, nicht mehr so also, groß zu sprechen. Absolut nicht mehr. Was ich heute gehört habe, ich weiß nicht, es war bestimmt schon eine etwas ältere Aufnahme. Nee, gar nicht, kann gar nicht sein. Es war eine relativ frische Aufnahme. Von ihr so eine Art Konferenz, wo sie sagt, dass der Islam zu Deutschland gehört. Das wo alt. Ich. Was? Das muss alt sein. Nee, das hat sie. Das war noch relativ neu, weil sie nämlich das dann in Bezug auf den Islam und dem IS noch. Wobei also ich da eigentlich auch Bezug. Ich nicht. Schon. Weil es geht einfach darum, erstens mal ist sie Fraktionschefin einer christlich-demokratischen Union. Ach, was mein ich? Ja. Und Deutschland wurde halt auf aus dem christlichen Glauben heraus aufgebaut. Also wir sind halt von der Kultur her christlich. Ja. Deswegen ist einfach, es gibt ja auch nur christliche Feiern.